ungefähr 400 PS, zwei Motorräder, ZH2 und ZX10 Doppel-R. Die beiden Mopeds haben wir heute verglichen. Dafür habe ich mir jemanden mit zwei Weltmeistertiteln geholt, nämlich den Sandro Cordese. Servus. Servus, hey. Wir sind auf eine abgesperrte Teststrecke gegangen und haben die zwei Mopeds mal powermäßig verglichen. Ich glaube, das schauen wir uns jetzt zum Anfang mal an, gell? Genau, und dann unterhalten wir uns. Dann quatschen wir ein bisschen. Los geht's. Ja, das war für mich auch ein einmaliges Erlebnis. Ich denke auch für dich. Auf jeden Fall. So wir durften Strecke, ja auf das Gelände von Fact Motion, langjähriger Freund und Sponsor von mir. Ich denke, so eine Gelegenheit mal zum Bekommen, dass wir die zwei Motorräder in aller Ruhe ausprobieren durften. Sei es mit einem kleinen Sprintrennen oder dann auf die Landstraße. Ich denke, wir wissen jetzt nach den zwei Tagen genau, was das Motorrad ist. Ja, genau, was beide Bikes können. Also man hat es ja gerade beim Sprintrennen gesehen. Ganz hat es für die ZH2 nicht gereicht von der Beschleunigung her. Das lag aber ja, wie man gesehen hat, hauptsächlich am Start, gell? Genau, also ich bin davon überzeugt, dass man gerade mit so einem Supersportmotorrad einfach überlegen ist. Ja, da, von der Aerodynamik, von der Abstimmung her, das wie das Motorrad, passen, sagt man, ein bisschen auf die Rennstrecke ja auch abgestimmt ist, durfte eigentlich sie gar nicht gewinnen. Ja. Aber man muss sagen, der hat mega gut mitgehalten. Nach dem zweiten, dritten Gang waren sie gleich auf. Ja. Nachdem das Vorderrad dann endlich mal unten geblieben ist. Und es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, einfach mal zum Sehen, wie sich beide Motorräder gerade bei so einem Sprintduell verhalten. Genau, wie sie sich schlagen, auch so, wo sie dann Meter gut machen. Man hat es natürlich obenrum gemerkt, bei der, die du gefahren bist, bei der ZX10, die ich natürlich ab 10 der Geschwindigkeit hatte, dann auch durch die Aerodynamik gut weggekommen. Ne? Aber ich muss echt sagen, also die ZH2, da dachte ich mir schon, unterrum die ersten zwei Gänge, da musst du schon wissen, was du machst. Ne? Das geht schon. Also ich war auch extrem begeistert. Also ich bin das Motorrad davor noch nie gefahren. Und, das erste Mal ja überhaupt Kompressor für genau, dich. Genau, es war. Man kann es gar nicht beschreiben, wie das Gefühl ist, wenn man das erste Mal wirklich draufsteigt. Und, das ist auch nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem, gar nicht. Oder? Hier bei der ZX10, da ist die Leistungsentfaltung ganz gleichmäßig und ruhig. Man spürt fast gar nicht, dass man wirklich so schnell fährt. Aber bei der ZH2, da ist die Leistungsentfaltung, die kommt sofort. Also wirklich brachial. Und man spürt dann wirklich, wie man gerade im ersten, zweiten Gang mit dem Vorderrad kämpft. Aber sie macht trotzdem mega viel Spaß. Ja, ich glaube, das gehört gerade dazu, ne? Das ist ein bisschen Wildes und so ein bisschen, auch ein Fahrer ein bisschen fordert, sage ich immer. Genau. Genau, da sind wir dann ja auf Landstraße gewechselt und ich denke, da haben sich beide
nichts geschenkt. Also super agil, ist meiner Meinung nach. Natürlich, die ZX-10 lenkt ein bisschen besser ein, aber von der Stabilität her und vom Fahrgefühl, Fahrspaß. Fahrspaß sind sie, glaube ich, sowieso beide oben. Mega cool. Ich denke mal, man merkt natürlich bei der ZH2 dann schon irgendwo, dass er ein paar Kilo mehr hat. Aber dadurch, dass er halt ein Naked-Bike ist, schenkt es ihr das, weil durch einen hohen Lenker, zack, ich gehe um die Kurve, drücke mal kurz und gar kein Problem. Ne? Gute Stabilität, also man spürt eigentlich nie irgendwie, dass man das Vertrauen zum Vorderrad verliert. Und selbst für mich jetzt, also ich habe es gesehen, du bist es gewohnt auf der Landstraße zum Fahren. Ich bin da eher so einer, der wirklich extrem vorsichtig fährt, wenn es dann auf die normale Straße geht. Ich denke, das ist ein bisschen so ein Rennfahrer-Gen, wenn wir von der Rennstrecke auf die Landstraße wechseln. Bei uns so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ja, ja. Aber nach ein paar Kilometern hat sich das dann auch so ein bisschen relativiert. Und man sieht, dass du einfach viel auf der Landstraße unterwegs bist. Und, aber für mich, also wirklich ein Alltagsmotorrad, beide. Ja, ja. Also egal, ob jetzt die ZX-10 oder die ZH2, also man kann beide wirklich jeden Tag benutzen. Ich denke, bei der ZX-10 ist es dann halt je nach der Sitzposition, geht es halt natürlich schon sehr sportlich. Das ist wahrscheinlich sehr viel näher natürlich an deiner Maschine als jetzt ZH2, die ist ja schon ein bisschen angenehmer jetzt zum Sitzen. Aber ich glaube, das ist personenbezogen. Genau, also jeder, wie er es mag. Wir sind so groß auch und wir fühlen uns beide hier drauf schon sehr wohl. Gell? Das stimmt. Wenn ich jetzt ein paar Zentimeter größer wäre, kommt die eher entgegen. Aber auch für einen größeren macht die ZX-10 mega Spaß. Also ich denke, da kann jeder wirklich mit beiden Motorrädern was anfangen. Mhm, auf jeden Fall. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. Na, eine Sache, die wir jetzt natürlich auch nicht vergessen dürfen, nachdem wir dabei, wo sind wir angekommen, 260 irgendwo, muss man natürlich auch wieder ordentlich abbremsen. Wie haben sie dir denn beide beim Bremsen gefallen? Wo sagst du denn? Ja, da ist die ZX-10 natürlich schon wesentlich vom Verzögern her schon besser. Ja. Also, aber ich denke, das ist eben, weil es in Anführungsstrichen ein Rennmotorrad ist. Mhm. Also wenn man mit dem Motorrad auf die Rennstrecke geht, selbst wenn man gar nichts machen wird, könnte man trotzdem auf eine gewisse Rundenzeit kommen, weil eben das ein Rennmotorrad ist. Und da ist dann natürlich die ZH2, verliert sie schon ein bisschen gegenüber. Aber wir sind natürlich dann jetzt schon ans Limit gegangen. Also wir haben wirklich versucht, beide Motorräder voll mal auszufahren, voll in die Bremse zu gehen, um zu schauen, wie verhalten sie sich. Und ich denke, einer, wo jetzt normal, das heißt zum Einkaufen geht, mal eine Tour fährt mit seinen Freunden am Wochenende, der spürt diesen Unterschied nicht allzu sehr, weil man eben in der Gruppe vielleicht fährt, man fährt allein, gemütlicher, man will nicht das Risiko eingehen. Ich denke, wir sind wirklich, haben versucht, beide Motorräder auszuquetschen, mal schauen, was können sie wirklich. Und das ist dann schon nahe am Limit. Ja. Sag mal, auf der Landstraße benutzt man sowieso nicht, gehört auf unserer abgesperrten Teststrecke, da war das ein bisschen einfacher, aber ich würde es so unterschreiben. Also man merkt klar, finde ich, die ZH2 ist halt so ein bisschen besser für den Alltag oder auch mit dem Bremsen alles halt mehr auf die Straße ausgerichtet und sie ist halt schon mehr dann am Rennen gehen dran. Aber wie du gesagt hast, wunderbar, beide perfekt benutzt beim Alltag, beide geil zu fahren auf der Landstraße oder dann halt auch wenn man ein bisschen schneller Gas gibt, sagen wir auf der Autobahn auch beide. Also Power haben sie beide genug. Also da man spürt natürlich bei der ZH2 die Entfaltung unten raus ein bisschen direkter durch den Kompressor. Bei der ZX10 ist alles ein bisschen sanfter, aber ich denke, für ein Normalo haben die genügend Power, um Spaß zu haben. Das denke ich auch. Ja, wunderbar. Also Sandro, es hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir mich auch. Hier vielen Dank. Zu fahren. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Genau. Vielleicht auf der Rennstrecke mal. Ach, das wäre natürlich da draußen. Ja. Ne? Und dann wünsche ich dir natürlich für deine Saison alles Gute. Dankeschön. Genau. Und bis bald. Mach's gut, gell? Ciao, ciao.